Moin Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute kommen wir zu einem tollen Video und zwar nämlich, welche Teile von meinem Fahrzeug finde ich super? Warte mal, was? Nein, heute geht es um ein bestimmtes Thema und zwar positive Dinge über mein Fahrzeug. Und wir hören schon den Schlüssel knistern, denn heute geht es nämlich um dieses Fahrzeug hier. Einen Lexus IS200, ein sehr seltenes Auto, sage ich mal, auf deutschen und österreichischen Straßen generell, wenn es ums Thema Europa geht. Denn Lexus ist ja relativ bekannt in Amerika und Japan. In Europa ist es ja noch nicht so. Was sehr schade ist, denn Lexus ist ein sehr underratedes Fahrzeug, wie ich finde. Und deswegen habe ich mir überlegt, mache ich einfach mal so Dinge, die mich stören und Dinge, die ich positiv an diesem Auto finde. Vielleicht ist ja auch einer dabei, der sich überlegt, so ein Auto zu kaufen. Es bezieht sich übrigens diese Fakten auf relativ viele, also auch auf den IS200, das ist ja ein sehr baugleiches Fahrzeug, oder zu dem neueren IS250 oder 220D. Und ja, je nachdem, was für ein Fahrzeug euch eher mehr interessiert, das Ganze könnt ihr natürlich dann dementsprechend kaufen. Ich habe schon ein Review zu meinem Fahrzeug gemacht, es kam auch sehr, sehr gut an, ich habe auch schon Carporn dazu gemacht, das könnt ihr auch alles oben rechts am i anschauen, falls ihr das Ganze noch nicht gesehen habt und wissen wollt, was oder wie mein Lexus aussieht. Der Lexus IS200, nochmal ganz schnell die Daten, das ist ein 1999er Baujahr, also einer der ersten Fahrzeuge in der Baureihe. 1998 ist der IS200 gestartet, ist übrigens das Mittelklasse-Auto damals gewesen von Lexus. Da soll die Zielgruppe der Jüngeren angesprochen werden, weil damals gab es ja den LS und GS, also sprich die Fahrzeuge, die in gehobenen Klassen waren. Bei dem IS200 handelt es, wie gesagt, um ein Mittelklasse-Fahrzeug der höheren Klasse, kann man das so sagen. Auf jeden Fall hat meiner 52.000 Kilometer gelaufen, hat einen reinen Sechszylinder mit 2 Liter Hubraum und der schöpft 155 PS. Es gibt da von der Version, also vom IS200 2 oder in Anführungsstrichen 3 Varianten. Die erste Variante ist meine mit der kleinsten Motorisierung mit 155 PS und dem 2 Liter Hubraum, 6 Zylinder in der Reihe. Dann gibt es den IS300, das ist genau der baugleiche Motor zu dem Toyota Supra. Also sprich, wenn ihr einen Toyota Supra haben wollt, nur in Kombi oder in, ja, ich sag mal, alltäglichen als Daily Driver, könnt ihr so gesehen zu dem Lexus IS300 greifen. Da gibt es einen Sport Cross, also sprich die Kombi-Variation oder die auch die Limousine-Variation, die ich habe. Und dann gibt es im Prinzip noch den IS200 als Kompressor, also sprich, wo der Kompressorumbau dabei ist, da schöpft er dann rund 200 PS raus, glaube ich. Also irgendwie über rund 205 PS, glaube ich, waren es. So, jetzt kommen wir erstmal zum Punkt Nummer 1, den ich geil finde an dem Fahrzeug, ist nämlich Platz. Klar, jetzt werden einige Leute sagen so, hey, was, Platz, was soll das genau heißen? Es soll jetzt nicht heißen, dass der Kofferraum groß ist, das ist definitiv nicht der Fall, aber dazu kommen wir jetzt noch zum negativen Video dann. Der Platz vorne, Beifahrer wie auch hinten, enorm groß. Also man muss sagen, für so ein altes Fahrzeug hat das Auto ziemlich viel Platz. Klar, es gibt Autos aus der Bauzeit, die wesentlich größer waren, aber dadurch, dass wir berechnen müssen, dass das Auto ein Mittelklassewagen war, müssen wir auch andere Fahrzeuge wie BMW oder auch Jaguar in der Zeit, müssen wir damit vergleichen. Da hat man wesentlich weniger Platz. Also ich bin ungefähr 1,90 groß, habe den Sitz auch vorne so eingestellt und hinten habe ich immer noch Platz. Also ich meine, ich bin jetzt nicht gerade der Dickste, definitiv nicht, aber ich schätze mal eine Person, die ungefähr fast 2 Meter, also fehlen nur noch 10 cm, ungefähr 2 Meter ist doch ein bisschen zu groß, aber 1,90 vorne wie auch hinten passen locker rein. Und man kann bei dem Auto auch zu fünft ganz easy sitzen, das ist überhaupt kein Problem. Klar, die Person darf jetzt nicht unbedingt fest sein oder so dick sein, aber es funktioniert. Das Auto hat sehr, sehr viel Platz, muss man sagen. Das ist so ein Punkt, wo ich sage, Alter, das mag ich an meinem Auto am meisten. Ist ein mega geiles Gefühl, immer hinten zu sitzen. Und ich muss ehrlich gesagt auch zugeben, hinten sitzen ist teilweise gemütlicher, als vorne am Fahrersitz zu sein. Punkt Nummer 2 ist das Design vom Tacho oder auch generell Innendesign und Langlebigkeit. Langlebigkeit bezogen auf den Innenraum, denn man muss sagen, das Auto, also ich habe ein IS200 Sport, also sprich, das sind im Eingangsbereich, kann man so sagen, also bei der Tür so Alu-Elemente eingebaut. Dann haben wir noch tiefer gelegte Federungen drinnen, die ein bisschen sportlicher sind als die normalen Federn. Ich glaube, das ist so ziemlich die einzige Veränderung. Ich glaube, es gibt noch ein paar, aber die sind mir jetzt gerade nicht ganz im Kopf. Vielleicht wisst ihr das. Auf jeden Fall ist bei mir Thema Qualität. Lexus ist einfach, also es ist ein Toyota-Konzern. Toyota ist ja bekannt zwar für langlebige Motoren, aber nicht bekannt für einen langlebigen Innenraum. Generell muss man auch sagen, Lexus teilt sich mit Toyota eigentlich nur ein paar Bauteile wie Motor und ein paar Knöpfe. Aber ganz ehrlich, viel teilt sich Toyota und Lexus nicht. Also Lexus hat einen komplett eigenen Bausatz an Karosserie, denn wir haben auch eine vollverzinkte Karosserie, aber dazu später mehr. Aber
Ich muss ganz ehrlich zugeben, das Auto ist so noch in innen sehr guten Zustand. Klar, bei mir sind ein paar Kratzer drin, hat ja auch viel gelebt, das Auto, muss man ganz ehrlich sagen. Aber wenn man einen gepflegten Innenraum will, man muss bei diesem Auto, glaube ich, nicht wirklich viel pflegen, weil es nicht viel Pflegebedarf hat. Da, das Lenkrad ist ein bisschen abrissig bei mir bei 250.000 Kilometer, aber da kann man sich vom Schrottplatz oder auch ein neues Lenkrad oder auch ein Nachbaulenkrad, ein Sportlenkrad nachholen, weil wir ja auch keine Tasten am Lenkrad haben. Aber ich finde, das Original Lexus Lenkrad ist immer noch das Schönste. Falls jemand eins hat, bitte meldet euch. Ich suche gerade eins, weil meins ja ein bisschen rissig ist. Und auch die Tachoeinheit. Es ist einer der schönsten Tachos, die ich jemals gesehen habe. Also das ist halt wirklich ein sehr, sehr schöner und auch einzigartiger Tacho. Wir haben ein sehr großes Feld für den KMH-Anzeige. Links haben wir dann die kleinere Anzeige für die Drehzahl und rechts haben wir Tankanzeige. Also alles relativ schön. Und in der Mitte des KMH-Anzeigers haben wir die momentanigen Verbrauchsanzeige in analog. Sehr erinnert sich an BMW, denn Lexus ist ja sehr BMW-orientiert. Und dazu kommt noch Batterie wie auch Temperaturanzeige. Und ja, das ist Punkt Nummer zwei, dass die dass die Innenraum nach so vielen Jahren vom Stoff her oder auch vom Himmel her noch super aussehen. Für ein paar Dinge, die der Mensch verantwortlich ist, ist ganz klar, aber das spricht klar für die Qualität der Innenausstattung oder der gewählten Stoffe, der gewählten Materialien, die in dem Auto verbaut sind. Punkt Nummer drei ist der Sound. Dafür kann aber das Auto an sich eigentlich nicht wirklich was, sondern ist natürlich der reine Sechszylinder-Motor. Jeder hört sich so an. Der Sound ist ehrlich gesagt ziemlich angenehm und ziemlich gut. Dann Punkt Nummer 4 ist definitiv, dass der Innenraum sehr, sehr gedämmt ist. Also für so ein altes Fahrzeug ist das ziemlich unüblich, dass das Fahrzeug so gedämmt ist. Also soweit ich weiß, ist das nur üblich bei sehr teuren Fahrzeugen. Wenn man jetzt den normalen Auspuff dran hat und das Auto generell ein bisschen original hat, dann wird man den Motor kaum hören und auch bei 100, 140 km/h, auch wenn die Drehzahl dann relativ hoch anliegen, ist das Auto immer noch sehr, sehr leise. Ich empfehle euch übrigens das Video dazu von Car Ranger, wie sie den IS300 reviewed haben. Das ist zwar die Kombi-Version, ist aber sehr ähnlich zu der Limousinen-Version. Und da kann man sich das Ganze auch ein bisschen angucken. Der nächste Punkt ist definitiv das Soundsystem, mehr oder weniger. Für einen Japaner ist das Soundsystem im Standard. Also ich habe alles noch Standard bei mir drin. Das sind 6 Boxen, 2 Hochtöner vorne, links und rechts, Tief- oder Mitteltöner, ich weiß jetzt nicht genau, ich glaube, das sind Mitteltöner, links und rechts bei der Tür und hinten, nicht an der Tür, sondern am Kofferraum, beziehungsweise in der Ablage, die zur Scheibe hinten geht, haben wir auch nochmal 2 Lautsprecher. Ich muss sagen, für ein japanisches Fahrzeug aus der Zeit hört sich das extrem gut an. Also wenn man andere japanische Fahrzeuge aus der Zeit vergleicht, stinken sehr, sehr ab. Ich muss immer noch zugeben, dass also ein 4er Golf von meinem Freund, der ist 98er Baujahr, also ist ziemlich gleich aus der Ebene, aber wesentlich abgeranzter, obwohl er weniger Kilometer hat. Aber jetzt muss man nochmal zurück zum Thema kommen. Die Lautsprecher von dem sind teilweise sogar, ich würde nicht sagen besser, aber teilweise hören sie sich sehr, sehr gut an gegenüber meine. Dann nochmal der letzte Punkt und das ist ein Punkt, den man, glaube ich, keine Ahnung, den jeder vermisst hat, und zwar die Langlebigkeit des Fahrzeuges. Wir haben eine voll verzinkte Karosserie. Rost ist so ziemlich kein Thema für das Auto. Motor, wir haben einen Toyota-Motor, der läuft immer. Wenn man Motor den Service durchmacht und alles Mögliche, hält das Auto immer und es startet immer und es hat gar keine Probleme. Aber wenn der Zahnriemen reißt, gar kein Problem. Klar, man kann nicht mal weiterfahren, aber man holt sich einen Zahnriemen, wechselt den vielleicht sogar an der Unfallstelle oder an der Stelle, wo man den verloren hat, und dann fährt man immer weiter. Klar, es gibt ein paar Nachteile, dazu kommen wir aber erst zum nächsten Video, und ich hoffe, es hat euch so gefallen. Wenn ihr noch weitere positive Dinge wisst, dann schreibt es in die Kommentare, und wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da, und wenn nicht, dann halt nicht. Und was ich noch vergessen habe, als Vorteil im Prinzip, das Fahrgefühl, also es hört sich sehr komisch an, aber das alles fühlt sich sehr frisch, sehr neu an, die Lenkung, sehr leichtgängig, wenn ich das jetzt mit anderen Fahrzeugen vergleiche aus dem Jahr, sehr schwer. Also sprich, wir haben hier einen wirklichen Sportwagen mehr oder weniger. Das war's auf jeden Fall mit diesem Video. Tschüss!